Die Schweiz steht für traditionsreiche Uhrmacherkunst und in Genf trifft man auf ihre Wurzeln. Hier haben sich zahlreiche Uhrmacher niedergelassen, so auch die beiden Pioniere Jean-Marc Fascheron und François Constantin, die sich Anfang des 19. Jahrhunderts zusammenschlossen, im Dachgeschoss eines Turmes ihre Werkstatt aufbauten und weltweit tätig wurden. Sie waren mit ihrer Technik und ihrem Design sprichwörtlich ihrer Zeit voraus. Die Tradition und Philosophie der beiden Gründerväter sowie ihr Nachlass werden bis heute unter der Leitung von Julien Marchenoir gepflegt und archiviert. Wenn Jacques Bartholomé auf Reisen war, dann hatte er immer diese Uhrmacherwerkbank mit im Gepäck. Denn er war oft sehr lange unterwegs und wollte trotzdem dabei immer zu Diensten sein. Wenn Kunden bei ihm Uhren gekauft hatten, konnte er so immer einen laufenden Service garantieren. Heute gehören all diese Geräte, die Sie hier im Ausstellungsraum sehen, nicht nur zu unserem Firmenerbe, sondern werden noch immer in den Restaurierungswerkstätten eingesetzt. Nicht nur Teile der Werkstatt, sondern auch alte Auftragsbücher geben einen Blick in Leben und Werk von Fascheron und Constantin. Der Bau der Uhren forderte ebenso ihre Akribie heraus wie das Protokoll ihrer Korrespondenzen. Jedes Detail wurde handschriftlich festgehalten. Wir können hier, auch noch nach Jahrhunderten, Zeile für Zeile die Daten und die Arbeitsschritte nachlesen. Und zwar von jedem einzelnen Werkstück, das wir in diesen Jahren produziert haben. Doch warum haben sich die beiden Uhrmacher gerade hier in Genf niedergelassen? Warum wurde die Stadt zum weltweiten Zentrum für erstklassige und luxuriöse Uhrentechnologie und ist es bis heute? Wo liegt die Magie? Genf war immer ein Platz für das Kunsthandwerk. Als dann die Uhrmacher nach Genf kamen, brachten sie nicht nur ihre Handwerkskunst hierher, sondern sie etablierten auch eine fundamentale, neue Art, Uhren zu gestalten. Denn sie sahen die Uhr nicht nur als Zeitmesser, sondern als Schmuckstück, als Kunstwerk. So konnte der Träger einer Uhr seine Persönlichkeit besser repräsentieren. Man zeigte seinen Sinn für Kunst und Schönheit. Gleichzeitig zog die Stadt immer mehr Uhrmacher an und auch die Konkurrenz wuchs. Also wuchs auch der Anspruch, die Technik und Präzision der Uhren immer weiter zu verbessern. Und deshalb gibt es hier bis heute die besten und wohl auch schönsten Uhren der Welt. Und das war auch der Anspruch von Jean-Marc Fascheron und François Constantin. Sie wollten einfach die Besten sein. Es ging ihnen nicht nur darum, perfekte Zeitmesser herzustellen. Um die exklusive Klientel zu begeistern, packten sie die Uhren in ein außergewöhnliches und bis heute sensationelles Designkonzept. Das ist auf den ersten Blick ein Chronometer, eine funktionale Taschenuhr. Doch auf der Rückseite befindet sich ein kleines Kunstwerk aus Emaille. Bei der feinen Keramikmalerei hat sich der Künstler von einem Gemälde von Nicolas Poussin inspirieren lassen. Beim weiteren Öffnen stößt man zusätzlich auf eine Metallgravur und sogar das Präzisionsuhrwerk selbst haben wir mit feinen Gravuren verziert. Diese Uhr vereint sowohl den ästhetischen Anspruch unseres Hauses als auch das hohe Niveau unserer Handwerkskunst. Sie ist ein Fascheron-Constantin-Meisterstück. Und diese Meisterstücke werden inzwischen nicht mehr in einem Turm, sondern in einer hochmodernen Manufaktur gebaut, deren Architektur erneut ihrer Zeit voraus ist. Durch kreative Köpfe wie Christian Selmoni lebt der innovative Geist der Gründer weiter. Man bekommt hier oft den Eindruck, man befindet sich in einer Kunstakademie. Und tatsächlich beginnen unsere Entwürfe meistens mit händischen Skizzierungen. Vor dem Design steht immer ein individueller Entwurf, zum Beispiel mit traditioneller Gouache-Farbe. Aber da wir uns im 21. Jahrhundert befinden, sieht man auch, wie zum Beispiel Emily die aktuellste CAD-Software auf ihrem High-End-Tablet verwendet. Auch dreidimensionale Entwürfe kommen aus dieser für uns sehr wichtigen Abteilung. Trotz Hightech besinnt man sich auch in der Entwicklung des Designs auf die lange Tradition. Eine perfekte Uhr ist die perfekte Symbiose aus Design und Technologie und die verschmilzt bei den Uhrmachern in einem speziellen Lab. Die Herzkammer der Manufaktur. Wer hier das Okular anlegt und die millimetergroßen Teile verbaut, arbeitet praktisch im Olymp. Nur eine Handvoll Uhrmacher sind gut genug, um in diesem Bereich arbeiten zu können. Das sind die kompliziertesten Uhrwerke, die wir herstellen. Die Systeme sind so komplex, dass ein Uhrmacher rund 20 Jahre Erfahrung braucht, um mit der Technik umgehen zu können.
An diesen Uhren arbeiten nur die Besten ihres Fachs. Ihre Finger zählen zu den begehrtesten in der Schweiz. Sie sind die Champions League der Uhrmacherkunst und genießen großes Renommee. Damit diese Perfektion nach außen sichtbar wird, hat man in Genf ein besonderes Siegel ins Leben gerufen. Die Genfer Punze, sie ist der Ritterschlag in der Uhrmacherei. Um das Genfer Siegel, das Echtheitszertifikat, zu erhalten, gibt es nur einen einzigen Weg. Nur wenn die Systeme einer Uhr in Genf hergestellt, zusammengesetzt und ins Gehäuse eingebaut wurden, darf sie das Siegel tragen. Andere Merkmale sind diese Genfer Streifen und die Rundung, die übrigens nur von Hand graviert werden kann. Denn noch kann keine Maschine das Metall so fein bearbeiten. Die Philosophie des Hauses ist, visionär zu sein, aber sich auch zu den Wurzeln zu bekennen. Und so lebt man die Expertise, dass jede Uhr seit Gründung der Manufaktur auch repariert und gewartet werden kann. Sei es ein Stück aus dem Jahre 1785 oder ein aktuelles Modell. Hierzu müssen sich die Spezialisten auch die Technik eines anderen Zeitalters aneignen. Eine historische wie technologisch sehr spannende Zeitreise an hochsensiblen Objekten. Hier sind wir im etwas besonderen Service Center von Vacheron Constantin. Besonders, weil, sei es eine Uhr aus dem frühen 18. Jahrhundert oder zum Beispiel ein Stück aus den 50er Jahren, ganz gleich aus welcher Epoche unseres Sortiments, wir können hier jede unserer Uhren perfekt warten und reparieren. Jetzt erschließt sich auch das Geheimnis Schweizer Uhrmacher. Ihre Werke sind einfach zeitlos schön und dennoch in jeder Epoche ihrer Zeit voraus.